So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Ich habe mir hier den Walker Z5 gekauft auf Amazon. Die Verpackung sah so aus. Z5. Genau, dann haben wir hier einige Informationen zu sehen. So sieht die Verpackung aus. Auf der Rückseite steht nochmal einige Informationen. Aber das kriegen wir auch hier in unsere Einstellungen zu sehen. Ich bediene meinen TV-Box mit einem separaten Fernbedienung, was hier mit Bluetooth oder Infrarot funktioniert, mit einem USB-Steckanschluss. Genau. Mehr Einstellungen. Es handelt sich um ein Android Box 7.12. So, Info, Walker Z5 Version 7.12. Genau. Speicher, wenn man hier mal den Gesamtspeicher ansieht, 5 GB. Genau, es handelt sich hier um den 4K-Edition. Genau. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit einem Android-Box kostenlos über Google Play Store an die Apps von Filmen, Serien oder sonst etwas drankommt. Genau, Wavo. Zuerst laden wir die Wavo App runter, installieren, akzeptieren. Nur mal zur Info nochmal, man kommt hier mit dem Mausanzeiger sehr gut durch. So, das Gerät empfängt hier das Wi-Fi 2,4 GHz oder 5 GHz. So, starten wir jetzt den. So, hier müssen wir beachten, dass wir hier bei der Stadt TV einfach einen den V löschen und O. Oh Moment, Falschtaste. O schreibt und dann auf OK. Dann fängt er jetzt automatisch an, die Bundles zu installieren. Dauert nicht so lange, geht ganz schnell. Beachtet bitte, falls das beim TV-Schauen oder Filmschauen irgendwie hängt oder so. Diese Problematik ist nicht von dem Box, sondern von dem Server des Wavo TVs. Ist immer erwähnenswert. Sonst denken die halt, dass es eine schlechte TV-Box ist. Und so weiter und so fort. Nochmal zum Box. Bei unserer Box haben wir hier einen englischen Bedienungsanleitung, ist eigentlich selbsterklärend, ohne Frage. HDMI-Kabel ca. 1 Meter oder 1,5. Ich habe es halt nicht ausgepackt, weil mein Fernbedienung bereits, ich mein HDMI-Kabel bereits am TV angeschlossen ist. So sieht es hier mit dem originalen Fernbedienung aus, leider ohne Batterien in der Lieferumfang, aber man hat ja immer zu Hause ein paar Batterien zu Hause liegen. So, unser Wavo TV ist bereits installiert. Oben rechts sehen wir nochmal die Uhrzeit, 21:22 Uhr.
Ist zwar falsch, aber ist nicht schlimm. Normalerweise haben wir hier gerade 22.25 Uhr. 4. Februar 2018, Sonntag ist richtig. So, Amazon Prime, Sky, Live TV, Media, Kinder. Fangen wir mal mit dem Kinder an. Wir haben das hier gekauft für unseren Sohnemann, der in seinem Zimmer keinen Smart TV hat. Und anstatt einen Smart TV zu besorgen, haben wir uns den Android TV Box gekauft auf Amazon. So, Wiedergabe. Na, will der mit uns jetzt aufspielen oder nicht? Wie es aussieht, ist das Server aktuell wieder mal belastet. Ich finde es ein bisschen schade, aber man kann halt nichts machen, wo ist es halt. So sieht es aus. Einmal zurück. Dann kann man noch mal hier was anderes noch zuschauen. Das Musik spielt hinten im Hintergrund noch weiter. Es ist gar kein Problem. Bis das neue Kanal aufgeht, kann man sich hier immer noch hier ein bisschen zuhören. Achtung. Genau, so sieht es aus. Also, wie gesagt, Vamo TV installiert auf meinen Android-Box. Dann haben wir hier noch einige Einstellungen bei der Vamo TV. Ich muss mal kurz neu starten, weil da möchte ich euch zeigen, wie ich mit meinem eigenen N3U Datei IPTV schauen kann. So. Ich komme mal kurz raus. So sieht das Ganze hier aus. So. Einstellung wie gewohnt 7.1. Ist wirklich sehr gut gemacht, ohne dass es mal irgendwie hängen bleibt oder so. Ich habe bisher kein Problem gehabt. Guck mal hier, Kill Apps und Speedtest kann man auch machen. Mache ich jetzt nicht. Das dauert nämlich ein bisschen. Netflix kann man gucken. Da haben wir eine vorinstallierte App. Perfect Play habe ich installiert und unser Vavo TV. Ich ziehe mein Vavo TV noch hier hin. Das ist mein Favorit und Perfect Player. So, ich mache es einfach über Perfect Player. Zulassen des Apps im Perfect Player, jawohl. Zulassen. So, da klicke ich einfach auf Einstellungen. Allgemein. IPTV Data Server war falsch, okay. Genau, wichtig ist bei der M3U-Datei, dass man auf M3U auch ausgewählt ist, nicht das XSPF. So, dann gehen wir hier auf unser Ordner. Download und mein TV-Channel. Wolke. Morgen Z5. Ich habe einfach das jetzt den TV-Box benannt. Ne, TV-Box Wiedergabenliste benannt. Naja, okay. Wie ihr sehen könnt, meine Wiedergabenliste ist hier zu sehen. Genau. Zurück. Aktualisiert gerade.
Oder versuche ich mal damit nochmal, ob da was kommt. Eventuell muss ich das einmal neu starten, vielleicht. Ja, da kommt nichts. Schade. Ich gehe mal kurz raus. Wieder und den Favorit, Perfect Player. Verlassen und jetzt nochmal aufmachen. Hoffentlich klappt es jetzt. Komm schon, Perfect Player. Ich habe die Perfect Player Pro Version installiert. Das ist nicht kostenlos gewesen. Dafür habe ich hier den dafür habe ich hier den, ja, ist es denn? Keine Werbung zu sehen. Jawohl, was geht los? Ich fange erstmal hier damit an. So sieht es aus. Channelwechsel. Basını da çıkartıyor dışarıya doğru. Nabil Fekir. Mendy son çizgi orta. Bizim bu dizilerde oynayan karakterlerimizin günlerinin yurt dışına kadar kişi olması. Gerçekten hep. Torununun iyi kod olması. Ya bunu zor etti sağ olsun. Torununun. Verlassen Sie App, jawohl. Ja. YouTube noch einmal für euch. Damit keine Fragen sind oder falls ihr noch Fragen habt, schreibt einfach unten in den Kommentaren. Da schreiben wir hier Burak. Oh nein. Was Scheiß. Schreiben natürlich. Leiser, lauter. Dann kann man hier noch einiges ändern, beziehungsweise anderes Video auswählen. Das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.